herzlichen Dank, dass es relativ schwierig ist, den Überblick zu behalten, weil die Damen und Herren auswählen können, wo sie schwimmen. Hier, als die Männer noch andere Badehosen anhatten, war es ein bisschen einfacher, das zu erkennen. Heute haben alle die langen Anzüge an und außer bei James Gibson mit einem Bart kann man da ganz gut sehen, ob es ein Bart oder ein Mann ist. Also, für Marcel Master ist der Dabau, also eine Frau, da wo man ein bisschen zurück, aber jetzt der Spezialist über die Brustdistanz, James Gibson, er wird natürlich dieses Rennen aufholen. Und schon an erster Stelle, gefolgt von Rafael Munoz, der ja schon zwei Rennen gewonnen hat, genießen wir ihn nochmal über die Distanz von 50 Meter der Überschluss. Muss dann Elisabeth Longen das Rennen nach Hause bringen. Zeit 57,5 spielt keine so große Rolle, außer für den Sieg natürlich. Und an zweiter Stelle sind die Freunde aus Italien auf der Bahn 3 im Wasser mit Valentina Di Nardi, Gianfranco Lomo, Valentina Zomo und Alessandro Sacco. Haben wir gesehen, jetzt seit 20, also jetzt nochmal schnell 22 kommen, etwas geschwommen über 50 Meter Delfin. Wir haben die Zeit noch bekommen, 50 heißt die, nur um zu unterstreichen, wie das geht. Das ist natürlich ein harter Kampf für Rebecca Kellmann aus Emmen gegen einen Mann anzukämpfen, aber da hätten die anderen hier aufhängen müssen. Also 1,46,49 werde ich mir mal notieren und schauen,